Menagerie, ihr stolzen Herren, ihr lebenslustigen Frauen, mit heißer Wollust, mit kaltem Grauen, die unbeseelte Kreatur zu schauen, gewendigt durch das menschliche Genie. Was seht ihr in den Lust- und Trauspielen? Haustiere, die so wohlgesittet fühlen, ein blasser Pflanze kostet ihr Mütchen kühl und schwelgen in behaglichem Geplärr, wie jeder nur unten im Parterre. Das wahre Tier, das wilde, schöne Tier, das, meine Damen, sehen Sie nur bei mir. Sie sind den Tiger, der gewohnheitsmäßig was in den Sprung im Lauf hinunterschlingt. Den Bären, der von Anbeginn befällt sich beim späten Nachtmahl tot umtür. Sie sehen den kleinen amüsanten Affen aus langer Weile seine Kot verpaffen. Er hat Talent, doch fehlt ihm jede Größe, drum kokettiert der frech mit seiner Blöße. Sie sehen in meinem Zelte meiner Seele sogar gleich hinterm Vorhang ein Kamel. Sie sehen auch das Gehirn aus allen Zonen, Reptile, Molche, das Krokodil und anderes mehr. Ja, jetzt bringt ihr unsere Schlange her. Sie ward geschaffen, zu vergiften und zu morden, ohne dass es einer spürt. Ein süßes Tier sei ja nur nicht getiert. Du hast kein Recht, uns durch Miauen und Fauchen die Ungestalt des Weibes zu verstauen. Es ist jetzt nichts Besonderes dran zu sehen. Doch warten Sie, was später wird geschehen. Komm, oh, jetzt rasch, mach Sie an Ihren Platz. Die süße Unschuld, meinen größten Schatz. Und nun bleibt noch das Beste zu erwähnen. Mein Schädel zwischen eines Raubtiers Zähnen. Ist ihr der Name, den das Raubtier hört? Verehrtes Publikum! Mein Sohn. Das ist ja Herr Albert. Komm nur ungeniert herein. Sieh ich recht, Frau Medizinalrat. Wenn ich Sie doch nur von meiner Hauptrolle engagieren könnte. Ich würde für Ihr Stück wohl kaum gut genug tanzen. Was führt dich denn hierher? Ich wolle dich zu meiner Generalprobe abholen. Reservieren Sie uns eine Loge für Samstag, Herr Alba. Sie konnte, gnädige Frau, daran zweifeln.
aber wo ist der Herr Gemahl? Ich sehe sie heute zum ersten Mal ohne ihn. Er lässt sie doch sonst nie allein. Er sollte schon längst da sein. Dann grüßen sie ihn von mir. Und ich lasse mich unbekannterweise ihrer Braut empfehlen. Sie müssen ihr ein wenig mehr modellieren. Das Haar ist schlecht. Sie sind nicht genügend bei der Sache. Mich ruft leider die Pflicht, gnädige Frau. Komm jetzt! Wir nehmen meinen Wagen, der unten steht. Herr Medizinalrat,
Helfen Sie mir, ihn aufzuheben. Nein, nein. Herr Medizinalrat, helfen Sie mir doch. Er ist zu schwer. Man muss zum Arzt schicken. Zurück, ich gebe dir meine Jugend.
wachsen. Ich habe eine höllische Angst davor. Warum? Ich habe sie nicht angerührt. Warum? Thank you.